Ja, wir hören kein erleichtertes Seufzen. Das ist ein bisschen aufgeregt, was sie da macht. Du Wollen stehst ja auch ein ganz klein wenig unter Strom. wir. Ja, nicht nur ich, sie glaube ich auch. Wollen wir weitergehen? Da war Ja. ja eine ominöse Tür. Muss ich dir wieder zur Hand gehen? Aiden, mach auf. Oder auch nicht. Meine Güte. Für die. Nee, musst du Das gar kannst nicht. du Ha, alleine. brauch dich gar nicht. Ich bin toll. Ist ja gut, dass du schön deine Diät anhältst. Weiß ich, sieht immer spaßiger aus hier. Sieht aus wie an der Ostfront. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Die macht dich stark in Lass uns dir. vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ja, mit Sicherheit. Wenn da so viele Leichen rumliegen. Warte mal. Check mal die Lage. Check mal die Lage, hat er gesagt. Blut. Kommst du da durch? Tot. Natürlich. Ich bin Geist. Ja, guck mal, ob es vielleicht auch noch so ein Blut. Optionsding gibt. Also hier sehe ich zumindest mal nichts. Der anderen Seite. Andere Seite. Noch mehr tot. Schön. Ich glaube, hier funkelt irgendwas blau. Kann das sein? Ich glaube, das ist genau Aber die da komme ich nicht ran. Maschinerie. Ich weiß nicht, ob das eine Maschinerie ist, aber vielleicht gucken wir da mal hin dann. Ja. Ich gehe wieder zurück in meinen Pokéball. Guck erst gar nicht dahin. Ignoriere sie einfach, dann ignorieren sie dich auch. Ja klar, als ob So der da. funktioniert das mit Konfliktbewältigung nicht. Als ob der da rechts sich jetzt nicht gleich bewegt, oder? Der greift doch gleich nach mir. Geh weg. Krabbel mich nicht an. Ich will da mal rein. Nee. Guck mal. Du kannst jetzt näher umgucken. Ja, aber nee, da ist nichts, ne? Dahinter Da dem ist Ding ist leider. nichts. Warte. Kannst du nicht dahinter? Nee, Von links? irgendwie. Ne, von links, von links. Geh mal nach Ach links, so. links, links. Da, genau. Da, die Spalte. Da hätte ich was versteckt jetzt als Spielentwickler. Nee, aber Aber da nein. ist nichts tatsächlich. Schade. Ich schau dann noch mal. Nö. Na gut. Ich versuche hier Ich nur auf bin da. Zeit zu spielen, damit ich nicht spielen muss. Ach komm. Du magst es doch auch. Nee. Kleine lustige Geistergeschichten zur Mitternachtsstunde. Ich mag ehrlich gesagt, also ich mag es schon, aber selber spielen ist bei mir immer so ein ganz großes Kino. Bin da immer sehr mit aufgeregt. Das heißt, erschreckt nicht, wenn jemand gleich schreit wie ein kleines Mädchen, es könnte der Daniel gewesen sein. Ich? Ja, Also ich ich. bin total unerschrocken, weil im Zweifelsfall bin ich ja der Geist und mir kann ja niemand was anhaben bisher. Und ich schreie ja nicht. Vor Angst. Oh nein, ich hab's gewusst. Soll ich mal Ich scannen? weiß, wo Vielleicht liegt. sehe ich irgendwo eine Karte. Ja, liegt nach links. Liegt nach links. Der da hinten an der Wand, hundertprozentig. Der da, ja. Der da? Ja, der hat auch eine Karte, oder? Der hat Da. auch eine, Da steht ja. Opa drauf, genau. Ja, ist der Opa, okay. Der Dann Opa. gehen Der wir Opa zu hat die Opa. Karte. Als ob die sich nicht alle gleich. Die stehen doch eh gleich alle auf, oder? Ich nehme die Karte und dann geht's rund. Wollen wir wetten? Weißt du, wie das ist? Was Todes kann es niemals sterben. Die Karte ist direkt da. Natürlich. Jetzt sind da ganz viele Opas. Stell mir das Haben mal die mit dir vor? Ich habe keine Ahnung, was die gerade für Pläne mit mir haben. Komm schon! Ja, bitte. Ein, ich brauch dich jetzt! Mach was, mach irgendwas. Ja, aber, Geh auf, ja. verdammt! Attacke.
Feuer frei! Schade, dass die nicht einfach so zurückschnalzen jetzt da. Das wäre witzig. Komm schon! Geh auf, verdammt! Hey, du kannst sie einfach nur so killen? Ja, keine Ahnung, ich verpasse ihm schon mal einen Geister auf den Kinnhaken oder sowas. Okay. Mein Name ist Wladimir Glitch Ghost. Also mal ganz kurz außerhalb des Spiels. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Doch, man sieht das bestimmt auch im Video. Ich drehe mich mal um. Da merkt man, das Spiel ist definitiv... Oder? Sieht man es jetzt? Ja, wenn ich jetzt weiter weggehe. Weißt du, siehst du es auch? Dieses Geflirre an der Wand? Ja. Das ist eindeutig so die 2010er, 13er, wenn es um helle Texturen und... nochmal beleuchtet ist. So, dass es so leicht so rumflimmert. Ja, ja, genau. Das ist so, das ist heutzutage halt nichts mehr so. Aber das war früher, ging es nicht anders. Finde ich witzig, dass wir auch noch so alte Relikte dann wieder zu sehen sind. So, jetzt sind wir wieder voll im Spiel, ich habe Angst. Ja, bei manchen Beleuchtungen oder so Texturen merkst du schon auch, dass es halt ja. Schon ein paar Jährchen drauf hat, ne? Keine Frage. Aber es gibt halt wirklich so Momente, wo das Spiel halt auch noch richtig schick ausschaut. Es also sieht jetzt nicht schlecht aus in der Gesamtheit. Auf jeden Fall. Gerade die Gesichtsanimationen sind noch richtig gut gemacht. Ja. Okay, den können wir bekrabbeln. Max, ja, einfach mal rein. Das ist das komische Portal. Ich will da rein. Aber ich darf nicht. Okay. Also wir können den bekrabbeln. Können wir sonst noch was machen? Du kannst nichts machen, ne? Erstmal nicht. Nö. Geh mal hin, krabbel mal an und dann spiele ich dir mal ein paar Informationen. Warte. Ich gehe noch mal näher daran und dann gucken wir, ob du dann ans... Da fliegt Zeug rum. Hit. Ich habe was aktiviert. Das war... Ja. Wir hätten erstens optionaler machen sollen. Yep. Tatsächlich. Ein Portal zur anderen Seite. Können wir immer noch machen. Meinst du, das geht sogar noch? Pieks. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Tiefschläger. Tja, irgendwie tot durch Halbwand. Okay, pass auf. Bevor ich jetzt was klick, würde ich gerne... Kannst du mal da reinfliegen? So nah wie es geht? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Du kannst nicht mehr näher. Alles klar. Nee. Guck mal nach unten und dreh dich mal um, ob da irgendwo Bonuszeugs ist wieder. Also ich hätte da schon längst immer was versteckt, wenn ich ehrlich bin. Die Spannung ist viel zu hoch, als dass man hier Bonusobjekte versteckt. Wo ist denn da was spannend? Ist ja völlig easy hier alles. Hallo? Haben wir da jetzt noch eine Leiter? Da müssen wir wahrscheinlich dann sowieso hoch. Meinst du, wir müssen da überhaupt rein? Mit Sicherheit. Ich bin nur gespannt, ob wir durchs Portal müssen oder das nee, alles von außen bekämpfen. Wir müssen jetzt alles ausmachen, oder? Also wir machen jetzt mal aus hier. Als ob das so einfach geht. Scheiße. Aber die Beschriftung des Buttons finde ich gut, dass da Stopp drauf steht. Shit, wir müssen echt rein. Ach, wir müssen darüber. Wenn ich die erreiche, haben wir noch eine Chance. Boah, ich möchte ja nicht der sein, der jetzt darüber muss. Aber du bist derjenige, der darüber muss. Ja, ich weiß. Aber ich feuer dich an. Ich stehe dabei. Super. Achso, soll ich dir wieder mit der Tür helfen? Ich hab keine Ahnung. Schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Erklärst du mir noch, wo der Sprintknopf ist? Los geht's. Okay. Ich renne. Ach, sie rennt alleine. Alles klar. Das ist die Frage. Ich kann jetzt aber auch gerade nichts machen, ne? Also es ist jetzt auch schon so ein... Kinozeit.
Du kannst was machen. Was muss ich denn jetzt machen? Würgen, würgen, würgen. Würgen, Jürgen. Auseinanderziehen. Sicher? Denke ich. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ah, nach unten. Wegschnappen. Jetzt ist der schon wieder da. Können Sie mal schneller klettern? Hilfe! Ich bin kleines, unschuldiges Mädchen und möchte nicht, angegrabbelt werden. Von Ektoplasma gelungen. Nicht umdrehen. Rennen. Rennen. Renn doch einfach. Oh fuck. Das hätte ich machen sollen, hä? Das hätte ich gut machen müssen, ja. Da ist er wieder, der Jürgen. Da muss man ihn wieder würgen. Achso, ich kann immer noch nicht zu dir übergehen. Anfängergeister. Die Leiter! Eilen los! Na gut. Muss sein, dass wir den kompliziertesten Weg der Welt nehmen. Eigentlich ist es ein ziemlich direkter Weg. Boah, das sind schon wieder die Jürgen. Hier, dass du da richtig bist? Keine Ahnung, ich renne einfach. Rechts. Nein. Ich muss dahinter. Wo rennst du lang? Wieso muss ich da jetzt ziehen? What? Okay. Bei so vielen Geistern im Raum hätte ich da jetzt ja nicht so viel Bock drauf. Mach mal was. Ja. Nicht labern, retten. Also wie im Piranha-Becken hier. Hast du brav gemacht. Ja, finde ich auch. Da habe ich jetzt einen Orden für verdient. Ja, sie läuft direkt dorthin. Ja, ist das so? Okay. Interessant. Die läuft erstmal ein paar Kreise da drin. Dann hau den Stoppschalter. Dann einen roten Knopf natürlich. Dein Job? Noch habe ich keinen Strahl, der mir sagt, du musst jetzt da. Jetzt da habe ich was. Hä? Ey, wenn du mich nicht beeilst, bin ich um 10 cm gewachsen. Ja. Ich würge ihn. Niemand krabbelt mein Mädel hier an. Es kann nur einen Geistlichen hier geben. Und der bin ich. So. Noch einer? Oh. Ich muss mich mal beeilen, der ist dicker. Es ist ja nicht so, dass ich hier gerade irgendwie chill, ne? Ach, guck mal, da hinten ist auch noch eine Kontrollstation. Nicht umdrehen, rennen. Oha. Oha. Jump'n'Runs verfolgen mich überall, ey. Das Portal ist hungrig.
Ich möchte jetzt noch einen Tag Urlaub haben. Und eine Gehaltserhöhung. Aiden? Aiden, bist du da? Gott sei Dank, der Scope hat sich jetzt erledigt, das ist ein Singleplayer jetzt. Das heißt, du möchtest jetzt alleine weiter spielen? Ja, geh jetzt. Ach, guck mal. Ach, scheiße. Ich dachte, du wärst weg. Ich hoffte, du wärst weg. Ich wollte nur wissen, ob du mich vermisst. Oh, da habe ich, glaube ich, die falsche Reaktion gezeigt. Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Aber da stellt sich mir ja mittlerweile schon die Frage, wo kommt Aiden eigentlich her? Ich habe mir eigentlich mittlerweile schon eine ganz andere Frage mal gestellt. Also es ist ein bisschen außerhalb der Story, aber jetzt angenommen, du hättest jetzt so ein so ein Geisterding, ne? Also es wäre schon ein bisschen doof, dich jedes Mal umzuziehen. Du weißt, der guckt dir zu. Deswegen habe ich ja gemeint, ich bin immer dabei, auch wenn du ins Bett gehst. Ob man dem nicht einfach sagen, ey, Aiden, dreh dich mal um oder irgendwie? Oder geh mal was anderes töten oder so? Aber du siehst mich ja nicht mal. Ja? Du kannst ja gar nicht wissen, wo ich hinguck. Das ist nicht so einfach, ja. Ach so, okay, alles klar. Channeling mit allen Leichen, also das haben wir gemacht. Das haben 24% nur gemacht, das heißt, viele haben die gar nicht alle gefunden. Was ich jetzt wieder sehr interessant finde, ist Kondensator ausgeschalten. Gibt es die Möglichkeit, ihn nicht auszuschalten und weiterzuspielen? Und vor allen Dingen hätten wir den Wissenschaftler retten können, indem wir ihn nicht bekämpft hätten? Naja, vielleicht hättest du mir nicht das Rohr durch die Brust jagen dürfen? Er hat mit dem Rohr angefangen. Ich habe Konterrohr gespielt. Ich meine, du hättest ja nicht gleich aufspießen müssen, vielleicht einfach mal so ins Knie zielen oder sowas. Bitte? Man munkelt, dass das ja auch ganz gut funktionieren soll. Ich hab aufs Knie gezielt. Er hat gewackelt. Dein Aiming ist nicht sonderlich gut, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, das sieht man, wenn ich Valorant spiele. Na gut, dann machen wir mal weiter. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch 10 Minuten, also entweder... Echt? Okay, dann ist gut. Obdachlos. Na guck mal, das dauert nicht lang. Obdachlos durch die Nacht. Ja, schon klar. Die Szenerie könnte auch aus Batman-Spiel stammen jetzt da. Oder aus einem Weihnachtsfilm. Kevin allein zu Hause? Zum Beispiel. Und die feuchten Banditen. Die haben sich wirklich so genannt. Ich kenne den Film jetzt nicht, welches Genre ist der. Die haben sich wirklich so genannt. Ja, ist ja gut. Bei Kevin allein zu Hause, die Einbrecher da, die er da vermöbelt, die haben sich die feuchten Banditen genannt, weil sie ja immer, wenn sie eingebrochen sind und dann rausgegangen sind, haben sie doch die ganzen Abflüsse verstopft und haben das Wasser aufgedreht. Und sie haben sich halt feuchte Banditen genannt, das war ihr Merkmal.
Ach so, okay, so genau habe ich den Film jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, siehst du mal. Hallo, steh mal so auf. Möchtest du mal, genau. Oh, nix kann's allein. Warum ist sie denn jetzt obdachlos? Ja, das ist halt jetzt wieder ein neuer Strang. Ja, wir sind doch geflohen. Wir sind doch jetzt wieder in der Zukunft. Ach stimmt, ja richtig. Oh mein Gott, das für ist dich jetzt wieder die CIA-trainierte Jodie. Richtig. Wir sind quasi auf der Flucht. Und wie du siehst, flüchten wir sehr schnell. Jetzt hat mich das Spiel ganz kalt erwischt. Sag mal, Aiden, mach mal was. Los, ja, jede was Menge passiert? Nicht rum. Kannst du die mal kaputt machen? Nein. Kannst du aber irgendwas machen? Ich glaube, du hast eine Geisterinfektion. Ich glaube, du hast die Geister. Nee, ich hab die. Nee, du hast die Geisterinfektion. Ich glaube, wir müssen mal zum Seelendoktor gehen mit dir. Ja, okay. Okay, wir sind. Da bin ich ja fast begeistert. Klar, Jugend von heute. Nur am Telefonieren. Aber noch so richtig oldschool mit Telefonzelle. Hallo? Nathan? Jodie? Jodie, wo bist du denn? Die Monster. Sie sind überall. Großer Gott, Jodie, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jodie. Gib den Tipp. Jodie! Es liegt dort Schnee. Super. In Jamaika kann schon mal nicht sein. Weißt du das sicher? In Jamaika schneit's nicht. Keine Ahnung. In der Karibik schneit es nicht. Hat doch jetzt nicht im Kopf, wo Schnee liegen könnte und wo nicht. Ich jede Wette ein, dass es in der Karibik nicht schneien wird. Jodie müde, Jodie schlafen. Oh. Warte mal, ich hab hier einen Penner für dich. Verbreite mal. Ah, okay, das ist der vom ganz am Anfang. Na, er will nicht hören. Hey. Was war das verdammt? Hast du ein paar Ratten drin? Vielleicht. Oder was Größeres. Achso. Wenn er jetzt sagt, ihm ist kalt, ne? Soll die erste Hilfe jetzt machen. Die Geisterinfektion ansteckend ist? Nö, glaube ich nicht. Ach, würde mich so tot lachen, wenn er sie einfach nur beklaut hätte und weitergegangen. Die Uhr mitgenommen, ja. Ja, genau. Schuhe ausgezogen, Mütze weg und tschüss. Hä? Komm schon. Trink. Kann es sein, dass Aiden wieder eskaliert? Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Denk dran, du hast immer noch die Geisterinfektion. Vielleicht sind es auch die. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Wie du schon mal nach Ausreden suchst. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du?
Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Na, nimm doch an. Ach so, sorry. Vorsicht, heiß. Hab den Punkt nicht gesehen. Schwarzer Kaffee, Junge. Oh, da unten in der Mitte ist das Bild von seiner Frau scheinbar. Mhm. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdreh. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Vielleicht ein klein wenig. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Ja. Ich steh mal auf. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber... wir können gerne alles teilen. Danke. Ach so, damit beende ich das Gespräch. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich mit dem nochmal quatschen? Es tut mir leid. Ja, Stan! Ja. Andere? Kennst du die anderen? Ach so. Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Okay. Er spritzt ein bisschen Kleine, viel. Das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Danke, das ist jetzt unser Platz, also. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also hab ich's. Kein großes Ding. Danke, Stan. Geht noch ein bisschen leiser. Okay, zu wem wollen wir zuerst? Zum Algi, Walter, zum Wichser? Ja, wir gehen mal zu Tuesday, oder? Wir gehen zu Tuesday. Also pass mal auf. Ich würde dich mal kurz rauslassen, aber du musst versprechen, keinen Unfug zu treiben. Ich meine das jetzt ernst, keinen Unfug treiben. Aber lass mich doch mal zu dem dahinter mal gucken. Nicht alles kaputt machen, die haben eh nichts. Och man, der lässt mich ja gar nicht. Du lässt mich gar nicht. Ich fühle mich wie so ein Hund an der Leine. Stopp, rechts. Warte, da ist was. Achso, das ist da hinten dann, oder? Ah, okay, ja, da muss ich ein wenig näher an die Wand. Da musst du ein bisschen näher ran, genau, ja. Ah, schau mal, der hat auch so ein... Der ist nicht so gruselig, der Hund. Wobei, doch, das ist derselbe Hund, ne? Nur ohne das diese... Das ist exakt derselbe Hund, nur ohne diese... Ja, aber der hat nicht diese roten Augen, der hat schwarze Augen. Das macht ihn gleich um 80% ungefährlicher. So. Also da ist nichts, ne? Ein Geist? Sie... Jetzt habe ich gedacht, das ist ein Punkt. Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Hä? Wo denn? Was? Ja? Wie denn? Warum? Oh, da Licht, da ist was. Ah, das Bild. Was? Das Bild. Ah. Aber das kann nur ich machen anscheinend. Ja. Guck doch mal. Ja, Stan, ne? Ich meine, du hast ja gesagt, uns gehört die Welt. Mir gehört jetzt das Bild. Achso, du brauchst eine Erinnerung.
Ich wünsche mir eine Erinnerung. Das ist ja wie in fremden Tagebüchern rumlesen. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Dan. Ist die Frage, kannst du ihn nochmal danach ausfragen jetzt da? Das sehen wir in der nächsten Folge. Oh, so viel Spannung. Ja, ich werde nochmal die Hände für euch kommen. Nein. Wir machen ein kleines Folgenbäuschen. Und dann liest das gleiche Magazin. Ich wollte auch gerade sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Das scheint sehr verkaufsstark zu sein. Und unter jeder Gewichtsklasse, wollte ich gerade sagen, unter jeder Gesellschaftsklasse sehr beliebt. Ja, für jedes Gehalt quasi leicht erschwinglich. Genau, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.